Nee, also ich würde Nein sagen. Also es sind echt nette Leute hier im Norden. Also ich verstehe mich gut mit jedem eigentlich. Also habe keine Probleme, neue Bekanntschaften zu machen und finde die alle nett. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt eine Freundin gehabt und mit der bin ich immer noch zusammen. Ja, schon eine lange Zeit und bin sehr zufrieden und wir sind glücklich. Schlimmste Weihnachtsgeschenk? Ich glaube, alle Weihnachtsgeschenke waren bis jetzt gut und ich habe mich echt über jedes gefreut und ja, kann mich nicht an ein schlechtes erinnern. Ja, muss ich sagen, kann mich an kein schlechtes erinnern. Muss ich sagen, ich habe meine Jogginghose gekauft und die war mir ein bisschen zu klein. Also war fast wie eine Leggings. Das war schon ein bisschen blöd, ne? Ja, also wir haben oft am Sonntag Schweinebraten mit Klöße gegessen und Blaugraut. Also war immer sehr lecker. Ich muss sagen, ich finde echt beide sehr schön. Also das Wasser ist gut und ich finde auch Berge sind sehr schön. Aber ich finde eher das Wasser ist schöner. Also eher Hafen, Hamburg. Ja, ich hoffe es, ne? Also weiß ich jetzt nicht genau, ob die mich verstehen, aber ich hoffe es. Ja, also ich glaube, ich bin nicht so der Medientyp, also ich brauche das alles nicht so. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal auf Fußballspielen konzentrieren und ich glaube, das ist nicht das Wichtigste, dass man Instagram hat. Ja, also auf jeden Fall macht mich glücklich, wenn ich nachdenke, dass alle Menschen gut geht und natürlich ein Sieg beim HSV, wenn wir gewinnen. Und ja, das ist ein super Gefühl. Vielen Dank für die Fragen. Hat mich gefreut und ihr könnt noch was gewinnen. Und zwar, einer von euch hat das Glück, unseren Mannschaftsbus zu besichtigen und ihr müsst einfach eine E-Mail schreiben und zwar diese E-Mail und ja, viel Erfolg.